Deine Kinder gehen durch Entwicklungsschritte, die wirklich wichtig sind, damit sich ihre Persönlichkeit entwickelt. Und manche dieser Entwicklungsschritte, die nehmen Eltern dann recht locker und gehen mit da durch und es kommt nicht zu riesigen Problemen. Aber es gibt eine Phase, die doch bei den meisten eine Herausforderung bildet. Und zwar ist das dieses berühmte Trotzalter. In diesem Zeitabschnitt in dem kindlichen Leben merkt man, wie die Persönlichkeit aufsteht und wie in ganz kleinen oder auch großen Anforderungen an das Kind dieser Widerwille oder dieser Trotz oder diese trotzige Haltung oder diese Widerworte oder dieses Sträuben gegen etwas oder dieses ich gehe hier nicht weg, ich tue das nicht, ich mache das nicht, mit der ganzen Energie, die in diesem Kind ist, hervorkommt. Man kann es an der Körperhaltung sehen, in den Worten hören. Das ganze Kind ist ein einziges Ich bin dagegen, ich leiste Widerstand, ich weiche nicht. Als ich jetzt Kinderbilder von unseren Kindern angeschaut habe, fiel mir das so ein, dass es da diese Phasen gegeben hat. Und ich dachte, wir als Kinder Gottes sollten diesen Widerspruch, dieses Ich weiche nicht zurück, dieses Ich stelle mich entgegen, genau in den feindlichen Attacken, die der Feind, der Teufel in unser Leben bringt, genauso haben, genauso tun, genauso vornehmen, uns genauso entgegenstellen, uns genauso dem widersetzen. Es geht darum, diesen Widerstand gegen die feindlichen Aktivitäten in unserem Leben zu leisten. Und das mit aller Energie, mit all unserer Kraft, dem zu widerstehen und auch durch unsere Worte dem zu widerstehen. Im Neuen Testament lesen wir davon, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Heute ist einfach mal wieder diese Erinnerung an dich, dass du nicht diesem feindlichen Angriff ausgeliefert bist, sondern du kannst aufstehen, kannst eine Position einnehmen, grab deine Hacken in den Boden und sag, ich widerstehe. Ich weiche nicht von meinem Glaubensleben ab, ich weiche nicht von den Verheißungen Gottes ab, die er mir gegeben hat, ich weiche nicht zurück vor diesen Attacken, sondern ich bleibe stehen, weil der Herr mich hier hingestellt hat. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Das ist die Herausforderung, das ist die Aufforderung, das ist wirklich etwas, was dich weiterbringt, was dich stehen lässt in deinen Situationen. Es gibt so viele Situationen und so viele Menschen gehen einen Schritt zurück oder sie setzen sich hin oder sie verschließen die Augen oder was auch immer du in diesen Situationen tust. Steh auf, nimm deinen Stand ein und sage, ich widerstehe dem Teufel. Ich widerstehe dem, was er in meinem Leben tut. Ich nehme eine Haltung des Widerstandes ein und ich stehe fest auf dem Wort Gottes. Ich wünsche dir, dass du in diesen Prozess ganz neu mal wieder reingehst, ganz neu aufstehst und dass du weißt und merkst und erfährst, Gott hat mehr für dich.